kriegt er ihn wieder aus 2 Metern. Nicht über die Linie gedrückt. Dynamo Schlussmann das erste Mal richtig in Aktion. Herrlich gehalten, diesen Ball. Aber 300%ige Chancen auf der Strecke liegen lassen. Und eine alte Fußballerweisheit sagt immer wieder, wer sie vorne nicht macht, kriegt sie hinten. Und 300%ige auf der Strecke liegen lassen und 2 halbe Chancen reinzubekommen, ist natürlich bitter. Nein, nimm André mit hier. Wieso geht er nicht mal 2 Meter? Der hat Platz ohne Ende da. Und dann so ein Alibi-Pass. Das ist die klar bessere Mannschaft, ne? Jetzt schöner Pass. Schöner Pass. Und dann versucht es Reisenauer mal auf der linken Seite mit einem Distanzschuss. Aber als linker Verteidiger ist man natürlich offensiv nicht so ausgebildet. Dennoch bleibt Post Spieleres im Spiel. Hat sich selbst noch nicht abgeschrieben. Aber dafür muss einfach noch mehr getan werden. Ja, ein bisschen was zur kommenden Saison vielleicht. Der SV Post, wie gesagt, ist auf der Suche nach Verstärkung. Einige Namen kursieren schon. In Verbindung mit dem SV Post Schwerin unter anderem sind da Spieler im Gespräch. Alexander Schiermann vom MSV Pampo. Oder auch Alexander Caron vom SV Strahlendorf. Und auch hier sind 2 Akteure zu sehen, die vielleicht in der kommenden Saison das gelb-blaue Dress tragen. René Kapczyk mit der 10 und mit der 2 Jan Schulz von der SG Dynamo 2. Aber es ist natürlich noch ein bisschen hin, bis die neue Saison beginnt. Weiterhin läuft hier der 29. Spieltag zwischen Dynamo Schwerin und Post Schwerin. Die Dynamo-Gäste führen 2-0 und jetzt die Ermahnung vom Schiedsrichter in den Dynamo-Fanblock. Zu viel Proteste, Reinrufe von der Gästemannschaft und mittendrin Enrico Palacek, wie vorhin erwähnt, 11 Monate gesperrt, wegen unsportlichen Verhaltens in dieser Saison mehrfach aufgefallen. Und dann zieht der Schiedsrichter seine klare Linie, die er bis jetzt in diesem Spiel gefunden hat, durch. Demzufolge gibt es dann jetzt Schiedsrichterball. Und in den letzten 5 Minuten muss der SV Post jetzt einfach versuchen, nochmal hier vielleicht zu einer guten Torschance zu kommen und nochmal den Anschlusstreffer zu erzielen, kurz vor der Halbzeit, wäre sowas natürlich immens wichtig, um sich im zweiten Durchgang alle Chancen zu wahren. Ja, und dann kommt der lange Ball von Stark, der sich den Ball schön erläuft da hinten. Aber vorne ist zu wenig Bewegung.
Ja, und dann kommt der Ball doch noch. Friedersdorf, die Chance und ein Gewusel im Strafraum. Und es kommt der Konter. Mohr schickt jetzt mal Jono Scheid auf die Reise. Jetzt mal einen Tempo-Gegenangriff. Aber dann zählt doch Fair Play. Jono Scheid spielt den Ball ins Aus. Nachdem ein Dynamo-Spieler verletzt am Boden liegen bleibt. Natürlich die Proteste auf der Dynamo-Seite groß hier, einen Strafstoß zu fordern. Spulen Sie einfach kurz das Video nochmal zurück und bilden sich Ihre eigene Meinung, ob das ein Foul war oder nicht. Der Schiedsrichter sagt nein. Schulle. Tja, und dann muss man einfach clever mal im Strafraum liegen bleiben und somit die Konterchance vom SV Post verhindern. Das Foul an Stark. Jono, geh mal mit rein. Jörg, will das Ding mal richtig Richtung lange Ecke. Will mal richtig rein, das Ding da. Du bist nächstes Mal wieder bei uns. Nein, ich kann nicht. Wann soll ich denn? Agi, auf dem zweiten Ball. Der kommt lang, auf dem zweiten Ball. Richtig rein, das Ding da. Auf Jonas Kopf. Freistoß. Frei. Schönes Ding. Reisenauer. Und da steht Misov. Völlig blank wieder, aber in der Mitte kein Abnehmer, um den Ball hier verwerten zu können. Und wieder läuft ein Konter der Dynamo-Gäste. Diesmal kein Problem für Libero Mate. Und dann ist Schluss. 2:0 führt der Gast der SG Dynamo 2 gegen den SV Post Schwerin. Doppeltorschütze Daniel Schmidt. Okay. Also Profs dann jetzt, wie gesagt, mit 3 Stürmern und direkt jetzt die Ecke, wie vorhin schon erwähnt, Tobias Mohr verantwortlich für die Standards. Die Ecke kommt gut. Aber da fehlt einfach einer, der solch einen Ball mal verwerten kann. Und nochmal Platz jetzt für den Esserpost. Karpczyk, Wilk. Und Schmidt bleibt vorne stehen. Danke. Tommy, beschäftige 3 da vorne. Ab geht er. Komm, André!